Shalom Leute, hier ist mal wieder euer Dunkler Magier und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Gameplay von Peters Pokémon Black and Blue, God of Free 'em All, dem neuesten Meisterwerk aus dem Hause der Tierschutzorganisation PETA, dieses schon öfter und ja auch zum Vergnügen vieler Gamer über verschiedene Videospiele aufgeregt haben. Das letzte Mal zum Beispiel bei Mario, der angeblich Tiere häutet und Tiere Pelze klaut. Auch dazu gab es ein Minispiel. Und diesmal kommt halt Pokémon an die Reihe, wo die Leute von Peter sich absolut sicher sind, dass die Kinder im Spiel lernen, dass man Tiere so misshandeln darf, wie man will. Aber gut, genug der Worte. Insofern, God of Free 'em All. Ich setze mir noch kurz meine Kopfhörer auf. Ja, das hackt gerade ein bisschen. So, und wir drücken auf Play. Ja, hier haben wir anfangs ein bisschen Englisch, da werde ich mal versuchen, voll Schnauze etwas zu übersetzen. Also, als das Kämpfen mit Pokémon an Popularität gewann, wuchsen Generationen von Kindern mit dem Glauben auf, dass Pokémon für keinen anderen Grund existieren, als benutzt und misshandelt zu werden, also von Menschen. Die Kinder lehrten die Dominanz anstatt Mitgefühl, und während die Pokémon die schlimmsten Misshandlungen erdulden mussten, fingen die Kinder auch an, sich selber zu mobben oder sich gegenseitig zu mobben. Was ist das denn für ein Text, fragt man sich, ne? Und ja, bis ein Pokémon entschied, dass es genug hat. Das vermute ich das misshandelte Pikachu hier, was man so sieht. Los geht's. Also, ein Kampf, misshandeltes Pikachu gegen, ja, irgendeinen Pokémon-Trainer mit einer Bierflasche in der Hand und einem blutverschmierten Baseballschläger. Mensch, Peter, da habt ihr euch echt mal selbst übertroffen. Du bist entkommen, du bist deinem Trainer entkommen, mach dich bereit zum Kämpfen. Ja, wähle Kämpfen aus oder Pokémon wechseln, benutze Attacken, besiege alle Trainer, um alle Pokémon zu befreien. Gut, machen wir. Dann greifen wir den Trainer am besten mal an mit Thundershock, mit den Donnerblitz. Hieß Thundershock Donnerblitz? Oder war das Donnershock? Ja, das war, glaube ich, eher Donnershock. Pikachu hat Charon gesappt. Ach, Charon ist bestimmt einer von diesen Charakteren aus Pokémon Schwarz und Weiß. Denn ihr müsst wissen, früher war ich auch sehr engagierter Pokémon-Spieler. Hab damals mit 8 Jahren etwa angefangen. Aber etwa Anfang 2011, als Pokémon Schwarz und Weiß rauskam, habe ich damit auch aufgehört. Weil, ja, die Spiele waren eher nicht so toll. Aber gut. Charon benutzt Schwanz... Docking? Keine Ahnung, was das wird. Au! Der hat mich gerade mit einer Schere geschnitten. Okay. Ja, dann, Charon. Dann machen wir mal den Ruckzuck-Keep hier. Quick Attack. Ja, hat jetzt nicht so viel wie der Donnerschock gezogen. Charon, Disziplin benutzt Charon. Oh! Geile Matt. Disziplin verprügelt er mich mit einem Baseballschläger. Charon dished out of punishment to Pikachu. Charon hat Pikachu bestraft, keine Ahnung. Können wir eigentlich schon Pokémon wechseln? Nein, es gibt keine weiteren Pokémon. Also Pikachu scheint das erste Pokémon zu sein, was befreit wurde. Ja, machen wir mal eine andere Attacke. Group Hug. Hug heißt umarmen, also Gruppenumarmung. Mal gucken. Ja, eigentlich will Pikachu den Trainer doch töten oder so. Also Pikachu hat Charon mit einer Liebes... Keine Ahnung, das ist, die Wörter kenne ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht der Allerbeste in Englisch. Es reicht ja, wenn man ungefähr den Sinn versteht. Aber dadurch, dass wir den Typen umarmt haben, ist seine Verteidigung gefallen, steht hier. Dann benutzt er wieder dieses mit der Schere anscheinend. Ja. Au, au, das wird jetzt knapp. Gut, da müssen wir mal wieder mit Thundershock zuschlagen. Weil wir wollen den Trainer ja besiegen, bevor er uns besiegt. Jetzt benutzt er wieder Disziplin. Oh Gott, das wird knapp. Jetzt müssen wir ihn mit Thundershock fertig machen. Und Sieg. Pikachu hat Charon besiegt. Pikachu sagt, Pokémon sind nicht deine, also gehören nicht hier und sollen nicht missbraucht werden, Charon. Wir existieren aus unseren eigenen Gründen. Ist ja mal voll der beschissene Dialog. Und dann sagt der Junge da oder der Mann, aber du bist doch neu in Pokémon. Das ist das, wofür du gezüchtet wurdest. Ah ja. Und dann sagt Pikachu, ach komm schon. Sogar du weißt, was für ein schwaches Argument das ist. Dann sagt der Trainer, gut. Aber meine anderen Pokémon wollen nicht befreit werden. Sie
Sie ist ein sich gut benehmendes Pokémon. Sie mag es zu kämpfen und bleibt gefangen in seinem Pokéball für alle Zeit. Ja, ist natürlich auch ein bisschen schwer, wenn man versucht, Wort für Wort zu übersetzen und nicht sinngemäß, ne? sie, also mit sie ist vermutlich sein übrig gebliebenes Pokémon gemeint, beschwert sich nicht, wenn ich keine Zeit habe, mit ihr spazieren zu gehen. Das macht sie glücklich. Okay. Und Pikachu sagt, wenn du das glaubst, dann gib mir doch die Entscheidung. Oh, was ist das denn? gut. Tepig. Tepig joins the party. Also das Pokémon betritt das Feld. What? But I'm the one. Ah, was? Aber ich bin doch der Einzige, der dich füttert. Bedeutet dir das nichts? Chevin ist ohnmächtig geworden. Dann kommt jetzt Tepig. Tepig ist anscheinend hier diese Schweine. Ich kenne mich mit den neuen Pokémon auch gar nicht so sehr aus. Aber das war, glaube ich, eines der Starter-Pokémon. Hat hier so abgeschnittene Ohren, überall hier so Namen und so. Ach, ich kann ihm jetzt einen Namen geben. Nennen wir es, keine Ahnung, Pigmaster. Obwohl, ist ja ein Sie eigentlich gewesen. Aber gut, Pigmaster sagt, lass uns gehen, Pikachu. Ich bin schon lange nicht mehr gut spazieren gegangen, keine Ahnung. Und da kommt die Krankenschwester, also Krankenschwester Joy, die ja auch relativ verletzt aussieht hier. Und da ist auch noch Marschendorzer und Pokémon-Fall. Was für eine brutalisierte Pokémon-Welt, Mann, oh Mann. Ich habe gehört, was du zu Chevin gesagt hast. Ich will dir helfen. Als eine Krankenschwester, ich wollte schon Nutte sagen, weil Nurs, habe ich gesehen, wie misshandelt und was auch immer Pokémon sind. Wie alle Gedanken und Gefühle sind, Pokémon müssen Schlimmes erleiden, wenn sie in Experimenten geschnitten werden oder gezwungen werden zu kämpfen. Also okay, ich bin mir sicher, dass ich den Satz jetzt nicht so schön übersetzt habe, aber was soll's. Ich kann nicht länger zugucken. Nee, ich kann nicht länger in die Augen der Pokémon gucken, die zu mir gebracht werden. Wenn sie verletzt werden oder so, weil alles, was ich sehe, ist ihr Leiden. Und ich stelle mir vor und ich stelle mir die Stärke vor. Oh, keine Ahnung, ey, das ist ja auch scheißegal. Wir wissen jetzt einfach, dass Schwester Joy es nicht mag, wenn Pokémon misshandelt werden und dann zu ihr gebracht werden, um geheilt zu werden. Gott. Also, Pikachu sagt, ich wusste gar nicht, nee, ich kenne keine Menschen, dass es Menschen gibt, also ich kenne keine Menschen, die Verständnis für unsere Gefühle und Erfahrungen haben, Gott. Ja, sorry, bin nicht Englisch, Meister hier. Es gibt einige von uns, die euch verstehen sozusagen, aber wenn wir zusammenarbeiten, können wir mehr erreichen. Hier ist eine Schatztour, die du haben solltest. Ich denke, wenn du sie teilst, wenn du das, was da drin ist, teilst, with all Unova, was ist Unova? Das ist vermutlich diese ganze Welt da. Also wenn du das mit der ganzen Welt teilst, werden die Menschen anfangen zu verstehen, dass Pokémon für ihre eigenen Gründe existieren. Was ist das denn für eine Formulierung? Dass Pokémon für ihre eigenen Gründe existieren. Mensch, Peter. Ich werde jetzt gehen und noch mehr Leute zusammensuchen, die euch helfen. Viel Glück. Also, ich habe jetzt so eine Schatztour bekommen. Der Pigmaster sagt, schauen wir mal, was in der Truhe drin ist. Open. Ein Video ist drin. Ja, dann schauen wir uns das Video mal an. Oh, das Video wird hier geladen. So. Ach, das ist hier nur so ein Kack-Peter-Video, wo sie zeigen, wie Tiere misshandelt werden. Nee, das tun wir uns jetzt nicht. Pikachu, if we can get this to the global, also wenn wir damit zum globalen Terminal, also ist glaube ich so ein Haus kommen, können wir es mit der ganzen Welt teilen. Und dann sagt Pigmaster, let's do it, lass es uns tun. Da ist auch schon die eine Professorin da, die wir auch hier rechts im Bild sehen. Professor Juniper erscheint. Battle. Professor Juniper sagt, ich habe gehört, was ihr diesem Typen da angetan habt. Ihr Pokémon
Seid nicht gut und ich bin gekommen, um euch aufzuhalten oder so. Pikachu sagt: Professor Juniper, wie kannst du das tun? Du bist doch eine Wissenschaftlerin, die Pokémon studiert hat. Du solltest es eigentlich besser wissen als jeder andere. Mann, dieses Shit nervt. Das ist. Keine Ahnung. Warte, that there's strong evidence that Pokémon feel pain just as humans so. Also, dass Pokémon auch Schmerz wie Menschen empfinden. Dann sagt der Professor, es geht nicht darum, was die Pokémon fühlen. Menschen sind wichtiger. Lass es uns jetzt beenden. Ja gut, Pikachu ist jetzt aber extrem verletzt. Also, Pokémon wechseln wir. Ja, wechseln wir das Pokémon. Weil ich weiß nicht, was passiert, wenn Pikachu stirbt. Wäre das Spiel dann vielleicht vorbei? Keine Ahnung. Dann Professor Jupiter hat uns mit einer Spritze beworfen. Dann, was hat der Pickmaster denn? Also, wir haben hier Glut, Schemen, Petition. Also, die Moves hier sind anscheinend dafür, ihre Angriffs- oder Verteidigungskraft zu senken. Aber wir haben ja nicht so viel Leben. Deswegen benutzen wir einfach mal die Angriffsattacken. Also, Glut. Wo ich mich jetzt übrigens frage, ist das nicht eine extrem fette Urheberrechtsverletzung gegenüber Nintendo? Einfach mal so ein eigenes Pokémon-Spiel zu entwerfen. Natürlich kann Pokémon dagegen insofern nichts tun, weil wenn sie jetzt sagen würden, nee, wir wollen nicht, dass das Spiel existiert, würde Peter sagen, aha, ihr wollt also nicht, dass ihr kritisiert werdet, dass ihr wirklich Tiere misshandelt, bla bla bla. Also ist ein schweres Dilemma, würde ich mal sagen. Aber gut, zumindest unterhält uns das Spiel ja ein bisschen, ne? Gut, Pickmaster hat den Professor oder die Professorin gebraten mit einem Feuer. Stoß. Es war sehr effektiv. Aha, also ist sie so eine Art Pflanzenmensch oder so. Es ist sehr effektiv. Jetzt hat sie uns wieder mit Spritzen beworfen. Warum werden sie eigentlich immer stärker? Das ist komisch. Aber gut, wenn es sehr effektiv ist, benutzen wir nur die Feuerattacke gegen die liebe Professorin da. Ist super effektiv. Oh, jetzt hat sie uns hier mit Parfüm besprüht. Ja, das ist natürlich gut für ein stinkendes Schwein, ne? Meine Genauigkeit ist gefallen, also besteht jetzt wirklich die Gefahr, dass man dieses Download-Schild nervt, ihr Alter. Boah, geh weg. Also besteht jetzt die Gefahr, dass ich sie nicht treffe. Aber gut. Klappt hier ganz gut. Jetzt bewirft sie uns wieder mit ihren Spitzen. Ich verstehe gar nicht, warum sie so verletzt ist. Haben schon andere Pokémon sie angegriffen oder was ist hier los? Aber gut, gewonnen. Ich glaube aber auch, dass das Spiel genau dann aufhört, wenn die Pokémon besiegt sind. Also Ziel ist es vermutlich zu entkommen, aber klappt ja wohl nicht immer. Dann sagt jetzt Pickmaster, die Pokémon sind nicht deine Versuchskaninchen, Professor. Wir existieren mal wieder für unsere eigenen Gründe. Lass unseren Freund frei. Also sie hat anscheinend auch ein Pokémon. Und dann sagt Professor, vielleicht hast du ja recht. Jetzt sehe ich, wie stark dein Glauben ist. Ich habe nie gedacht, dass Pokémon starke Willen haben, sagen wir mal, keine Ahnung. Ich muss darüber mal nachdenken. Aber in der Zwischenzeit stimme ich ein, dass es das Beste ist, wenn du mein Pokémon nimmst. Dann irgendein Sneevee hat der Party ist der Party beigetreten. Und sie ist ohnmächtig geworden. Ach, das ist Nivi. Das ist, glaube ich, auch so ein Starter-Pokémon. Hat hier anscheinend hier irgend so eine Krankheit, eine Spritze im Kopf. Wie nennen wir denn den Snivy? Den Snivy nennen wir mal, ja, Kiffer. Der sieht ja aus wie so eine Pflanze. Was soll's? Kifferwitze werden nie alt, ne? Ich habe in meiner Klasse in der Schule auch viele Kiffer. Die werden das Video genießen. Pickmaster sagt, Kiffer, begleite uns auf unsere Mission. Um die Welt, darüber zu informieren, keine Ahnung, wie Pokémon behandelt werden. Und dann sagt Pickmaster, also sagst du, dass Diglett, also Diglett war Dickter, glaube ich, dass Diglets Mund eine Nase ist? Ah, stimmt ja, man weiß es ja nie. Hey, guck mal, da ist ein anderes Schatztruhe. Ich hoffe, es hat kein anderes Video in sich drin. Und dann sagt Kiffer, es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Ja, dann öffnen wir mal. Ach, da ist ein Pokémon. Ein Mudkip, das ist ein Starter-Pokémon damals aus Pokémon Rubin und Saphir. Ich habe gehört, du magst Mudkips. Und Pikachu sagt, ich mag alle Pokémon.
Und warum spricht Mudkip wie so ein Polet, also so Gangstersprache oder so, Poletensprache, keine Ahnung. Do you like Mudkips? Also magst du Mudkips? Pikachu so ganz ehrlich. Sie können ganz nervig sein, aber ich glaube, dass alle Pokémon mit Respekt behandelt werden sollten. Sogar Mudkips. Mudkip tragen Geschenke oder so. Das Mudkip gibt dir einen Wallpaper. Ja? Schauen wir mal, was er uns für einen Wallpaper gibt. Geile Sache. Also das Ding werde ich einfach mal als Video-Thumbnail benutzen für das Video hier. Perfekt. Danke, Spiel. Haben wir auch schon mal ein Thumbnail. Gut, weiter geht's. Wow, danke, sagt Pikachu. Wir setzen unsere Weise jetzt fort. Und dann kommt ein Relaxo, das den Weg versperrt. Und dann sagt Pikachu, nein, im Ernst, wir wollen jetzt weitergehen. Und dann ist da jetzt irgendein anderer Typi. Ein Gegner, Getsis, erscheint. Also heißt Getsis. Okay, das ist vermutlich irgendein Bösewicht aus dem Spiel. Wie gesagt, Pokémon Schwarz und Weiß habe ich nie so wirklich gespielt. Ich habe das Spiel zwar, aber nach zwei, drei Orden hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber jedenfalls, der Böse sagt, ich denke, es geht zu weit, Pickmaster. Und dann sagt Pickmaster, hey du, ich dachte, du unterstützt die Pokémon Liberation, also Revolution, keine Ahnung. Ich will nicht, dass Pokémon, keine Ahnung, freed, befreit werden. Ich will sie kontrollieren. Hast du das letzte Spiel denn nicht beendet? Da war eine ganze Wendung am Ende. Ja, ich habe Pokémon Schwarz und Weiß nicht beendet, sorry. Es war großartig, sagte er. Gut. Am Ende wurde ich von einem Kind besiegt. Und dann, aber obwohl ich am Ende gescheitert bin, habe ich mich entschlossen, meine Ambitionen zu erweitern in die logische Richtung, dass, ja, ich habe daran gearbeitet, an einem Geschäft, ne, an einem Geschäftsplan, also Businessplan, um Tierhäute und Fleisch zu verwenden, ne, von, keine Ahnung, von ausgetragenen Pokémon zu verwenden, um das ganze Land zu füttern und zu kleiden. Ach, deswegen trägt er auch hier auch so einen Pokémon-Mantel. Es werden nie wieder nutzlose Pokémon verschwendet werden. Aha, also will er sagen, schwache Pokémon muss man töten, essen und tragen. Du wirst einen großartigen Mantel ausgeben, Pickmaster. Gut, ja dann. Mal gucken, benutzen wir mal diese Attacke hier, Takedown. Ja, hat jetzt nicht so gut gezogen. Ach, das ist, glaube ich, diese Attacke, die mit jedem Schlag stärker wird, genau. Warum darf er denn zweimal angreifen, der Ficker? Ja, Pickmaster ist ohnmächtig geworden. Jetzt schickt mir mal Kiffer in den Kampf. Er ist bislang der Stärkste hier. Und Kiffer benutzt hier mal wieder zwei Moves, um ihn zu besänftigen. Wrap ist, glaube ich, hier irgend so eine Umarmung oder so. Nee, Rankenhieb oder sowas, keine Ahnung. Mega Drain. Ich habe echt keinen Plan, was das alles ist. Ach, Mega Drain ist hier Mega Absorption. Oder wie ist das nochmal auf Deutsch? Mega Sauge, keine Ahnung. Aber das ist mal ein guter Move. Denn das heißt, dass ich mein Leben jetzt zurückholen kann, indem ich hier Mega Absorption benutze. Es ist super effektiv. Ja, und unser Leben wird wiederhergestellt. Prima. Und er wirft mit einer goldenen Bärfalle nach uns. Aber das macht uns nichts, denn wir benutzen wieder Mega Drain. Klappt doch. Und warum sind eigentlich Pflanzenattacken gegen Menschen effektiv? Das frage ich mich gerade. Beziehungsweise überhaupt, nee, vorhin war die Feuerattacke effektiv, jetzt die Pflanzenattacke effektiv. Das ist komisch. Oh, jetzt hat er uns mit einem Hackeball angegriffen beim Schwein. Wäre das vielleicht sogar sehr effektiv gewesen. Scheiße, jetzt haben wir keinen Mega-Absauger mehr. Jetzt müssen wir den anderen Move benutzen. Ach, das ist hier so ein Paralyse-Move oder so. Ja, sieht schlecht aus. Aber er ist auch in so einer Art Falle gefangen. Müssen wir jetzt nochmal anwenden, weil anders können wir nicht mehr gewinnen. Ich glaube auch, dass wir kurz vorm Ende des Spiels sind, weil Pikachu hat nicht mehr viel Leben. Hier, Pickmaster ist tot. Kiffer ist auch schon ganz schwach. Ja, nur noch ein Lebenspunkt.
Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber da muss man vermutlich echt Skill zeigen und das Spiel gelegentlich auch wiederholen, um tatsächlich seine Pokémon befreien zu können. Aber gut, ich persönlich bin ja sowieso nicht für diese Kampagne. Ich finde es gut, dass Pokémon in Pokébällen leben, ne? Insofern ist alles prima. So, jetzt noch ein Thundershock hinterher. Und dann dürften wir den hier zumindest noch besiegt haben und kriegen auch wieder einen neuen Gefährten. Also, du willst, dass die Leute Pokémon heute tragen und Pokémon essen. Das ist sehr merkwürdig, keine Ahnung, was Disgusting heißt. Und außerdem, Pokémon sind nicht dazu da, um gegessen und getragen zu werden. Wir existieren für unsere eigenen Gründe, haben wir schon 100 Mal gehört. Es ist richtig krank. Nee, du hast einen richtig kranken Verstand, Getzes. Und er sagt, Grawn. Keine Ahnung, was das heißt. Und er ist ohnmächtig geworden. Ach, jetzt haben wir hier so ein Ding bekommen. Ja, wie nennen wir das Ding? Ja, Schneeball. Nee, Snowball. Sieht ja aus wie so ein Schneeball, sein Kopf. Ach, guck mal, bei ihm ist die ganze Haut schon ab, weil die hat er ja als Kleidung benutzt. Snowball sagt, is it true? Ist es wahr, dass du reichen Leuten hilfst? Mit einer Nachricht über die. Alter, ich habe echt keinen Plan, was das heißt. Ich bin in Englisch gerade ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Schon lange nicht mehr benutzt. Und Pikachu sagt, gut, lass uns gehen, bla bla bla. Wir sind fast schon am globalen Terminal. Ich kann es kaum erwarten, dass wir unsere Nachricht mit der Welt teilen. Und da ist wieder eine andere Tour. Ich sollte vorsichtig sein, stand da. Da sind Karten drinne. Okay. Die Karten sind jetzt aber nirgends erschienen. Ah doch, hier. Hier haben wir also so eine Sammelkarten. Cool. Können wir uns ja gleich mal runterladen. Na? Wo sind sie? Aha, hier in so einer PDF-Datei. Prima. Ja, Pikachu. Dann hier ist unser Schneeball, Pickmaster, Kiffer. Und das sind unsere Gegner. Ja, aber das heißt, dass wir jetzt die drei hier besiegt haben. Es bleibt also nur noch Ash Ketchum mit seiner Stange da übrig. Ja, gut. Ja, dann machen wir jetzt mal weiter. Wir haben ja schon fast eine halbe Stunde aufgenommen. Ja. Weg. Und weiter geht's. Oh, cool. Sammelkarten. Warte. Die sind über uns. Wie ist das möglich? Kiffer sagt. Guck einem geschenkten Pokémon nicht in den Mund, Pickmaster. Also ist von diesem Sprichwort, schau einem geschenkten Gaul nicht ins Maul oder so. Kennt ihr ja sicher. Pokémon sind aber nicht deins, um weggegeben zu werden, Kiffer. Ach so, weil jetzt hat er was auch noch gegen die Sammelkarten, alter Schwede. Du hast einen einspurigen Gedanken, Pikachu. Aber wir sind schon da. Und da steht Ash und wartet auf uns. Und jetzt kämpfen wir gegen den Ash. Pikachu ist ja eigentlich Ash-Pokémon gewesen, aber gut. Pikachu sagt, was machst du hier? Du gehörst hier doch gar nicht dazu. Ich bin hier, um euch zu fangen. Ihr gehört mir. Pardon. Pikachu sagt, warum hast du mich so sehr, dass du mich einfangen willst oder ja und mich in meinen engen Pokéball einsperren willst für den Rest meines Lebens. Ich hasse dich nicht. Ich sorge mich nur. Ja, habe ich jemals keine Ahnung. Ich habe dich niemals gefragt, ob du kämpfen willst gegen andere Pokémon. Oder ob du dein Pokéball verlassen willst, um deine Beine zu dehnen. Du warst immer nur ein Werkzeug für mich. Die einzige Sache, die wichtig ist für mich, ist, dass ich viel Geld mache in der Pokémon Industry, Entertainment, also in der Pokémon-Unterhaltungsindustrie. Ich will dich nicht mit den Gedanken von Kindern messen, keine Ahnung. Und dann sagt Pikachu, wenn du dir wirklich Sorgen um Kinder machst,
dann solltest du ihnen beibringen, Respekt und Mitgefühl zu haben oder so. Es sind nicht ihre Herzen, die mich berühren. Es sind die Brieftaschen ihrer Eltern. Lass sie alle fangen. Gott erkennt moll. Ha! Was für Lutscher. So, und jetzt kommt der finale Fight gegen Ash. Ach nee, ich soll ein Pokémon auswählen zum Kämpfen. Ja, dann nehmen wir Snowball. Und ja, benutzen die Wasserattacke. Water Gun. Vielleicht ist sie ja sehr effektiv, wenn wir Glück haben. Ja, ist super effektiv. Prima. Aber ich vermute mal, dass alle Elementarattacken hier gegen die Trainer effektiv sind. Er hat uns jetzt mit seiner Harke da geschlagen. Es war auch sehr effektiv. Verdammt. Ja gut, es geht darum, ihn jetzt so stark zu schwächen, dass Pikachu noch den finalen Schlag landen kann. Jetzt hat er uns mit einem explodierenden Ball oder so beworfen. Es war aber nicht sehr effektiv, wir haben Glück gehabt. Jetzt wieder die Wasserkanone. Es war sehr effektiv. Und jetzt hat er uns mit einer Route, nee, mit seiner Peitsche da geschlagen. Und jetzt nochmal Water Gun. Ich glaube, wir haben gleich gewonnen. Ja, gewonnen. Pikachu sagt jetzt, Pokémon sind nicht für deine Unterhaltung, Ash. Wir existieren für unsere eigenen Gründe, haben wir ja noch nie gehört. Und jetzt sagt Ash, aber wie kann ich denn sonst einen Haufen Kohle machen? Und Pikachu sagt, what about just using human performance in your. Ach, wie wär's, wenn du menschliche Leute für deine Unterhaltungsshow benutzt? Du konzentrierst dich nicht so sehr aufs Kämpfen. Und dann sagt Ash, ja, ich schätze, du hast recht. Es gibt andere Alternativen. Ich kann alles machen. Ich kann versuchen, sie alle zu befreien. Free 'em all. Und Ash ist auch ohnmächtig geworden. Und jetzt sagt Ash, du hast mich inspiriert, eine neue Organisation zu starten, um Gleichheit herzustellen. Damit Pokémon ethisch richtig behandelt werden. Das wird richtig geil, awesome. Pikachu sagt, ich liebe es. Lass uns jetzt unsere Nachricht mit der Welt teilen. Ja, und jetzt kommt ein misshandeltes Phlegmon mit einer Spritze im Arsch. Hey Leute, was habt ihr darüber gehört, dass es eine neue Gruppe gibt, die versucht, die Pokémon zu befallen? Sie nennen sich Team Plasma. Und Pikachu so, da fuck. Ja. Congratulations, du hast gewonnen. Du hast den Widerstand der Trainer besiegt. Du hattest Erfolg, indem du sie belehrt hast. Und jetzt teile die Nachricht, um anderen zu helfen. Und vergiss nicht, es gibt keinen Ort in dieser Welt für die Misshandlung. Und was auch immer von Pokémon. Ja gut, Peter will darauf hinweisen, tatsächlich, dass Pokémon schon immer misshandelt wurden. Ich habe das Spiel übrigens wirklich 10 Jahre meines Lebens gespielt. Und mir ist nie aufgefallen, dass ich da irgendwelche Pokémon oder Tiere misshandeln würde. Vor allem, die wollen ja den Bezug darauf herstellen, dass, ja, dass man so mit Tieren misshandelt. Und ich habe Pokémon auch nie mit Tieren verglichen. Für mich waren es einfach coole Freunde, mit denen man kämpfen konnte. Also ich meine ja nur. Gut, hier haben wir Schatztour. Wallpaper, Trading Cards, Video, alles klar. Und somit hätten wir auch das Spiel durchgespielt, hat hier nur eine halbe Stunde gedauert. Ich würde mich über Bewertungen freuen, über eure Meinung zur Tiermisshandlung, weil ich persönlich halte es ja auch nicht für sinnvoll, Tiere zu misshandeln. Aber dass sie da jetzt Pokémon oder auch Mario zum Beispiel für verantwortlich machen, hier, da ist das ein Spiel, werde ich vielleicht auch noch irgendwann mal spielen. Das ist von Peter absolut gedankenlos. Da sollten sie lieber ihre Zeit und Mühe darin investieren. Ja, tatsächlich. Ja. Tatsächlich echte Tiere zu befallen und ihr Wohlergehen zu sichern. Aber gut. Insofern würde ich mich über Bewertungen, eure Meinung freuen, über die Verbreitung des Videos. Ihr könnt das Spiel auch gerne selber spielen. Ich werde es in der Videobeschreibung verlinken. Und insofern reingehen und wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.